In dieser Nacht schlief ich sehr schlecht. Ich wälzte mich in meinem Bett hin und her und musste vergessen haben, ein Fenster zu schließen, denn mir wehte immer wieder eine kühle Brise über mein Gesicht. Ich begann, in der gesichtslosen Schwärze meiner Gedanken plötzlich Umrisse zu erkennen. Allem Anschein nach befand ich mich auf einer Straße. Ich lag zusammengekauert auf dem Boden, meine Hände waren eiskalt. Langsam begann ich mich zu regen und stand vorsichtig auf. Vor mir befand sich eine fast leere Straße, die bereits vom Regen durchnässt war. Ich sah kein Auto, weit und breit. Auf einmal schreckte ich auf. Was ich vernahm, waren hastige Schritte auf dem in Pfützen stehenden Bürgersteig. Die Schritte wurden schneller und hallten über die Straße. Ich sah, wie auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine junge Frau vorbeilief. Sie kam direkt auf mich zu und schien mich zu erkennen, denn sie rief laut meinen Namen. Ihr Blick war klar und freundlich, doch ich kannte ihn. Er schien mir vertrauter als alles andere auf der Welt. Sie hatte schon die Mitte der Straße erreicht, und ich sah sie voller Freude an. Wir hatten uns so lange nicht gesehen. Viel zu lange. Ich blendete alles andere aus. Es ging zu schnell. Viel zu schnell. So schnell war dieser wunderschöne Moment vorbei. Scheinwerfer. Ich schrie, doch es war zu spät. Zu schnell waren alle Erinnerungen fort. Zu schnell. Dieses Auto. Es fuhr viel zu schnell, als es mir meine einzige Freude im Leben nahm. Meine einzige Hoffnung. Alles, was mir wichtig war. Ich rannte sofort zu ihr. Dort lag sie. Tot. Für immer dahin. Sie war jung und so schön. Ich stand ungläubig weiter an der gleichen Stelle und fiel auf meine Knie, als sich meine Augen mit Tränen füllten. Die Welt um mich herum schien stillgestanden zu sein, und der Fahrer stürzte aus seinem Auto, doch ich verstand nichts mehr von dem, was er sagte. Sofort kamen Krankenwagen und andere Rettungskräfte, redeten auf mich ein. Doch ich kniete nur ungläubig an dieser Pfütze und starrte mit Tränen in den Augen auf das immer noch so schöne, aber blasse Gesicht der Frau, die ich über alles liebte. Ich wachte mit einem Mal schweißgebadet und mit Tränen im Gesicht auf. Ich hatte dieses grauenhafte Erlebnis immer verdrängt. Es ist nun 2 Jahre her, doch ich werde es niemals vergessen können. Ich musste mich ablenken. Die Erlebnisse von damals waren der Hauptgrund, weshalb ich meinen Wohnsitz änderte. Ich konnte nicht länger in der Stadt wohnen bleiben. Dort gab es nichts mehr, was mich hätte halten können. Ich hatte alles verloren. Ich musste versuchen zu vergessen. Doch wollte ich das überhaupt? Aber ich dachte, es ist für mich das Beste. Ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und blickte auf meine Armbanduhr. 4 Uhr morgens. Ich warf einen Blick aus dem Fenster. Das weite Land, überzogen vom Schatten der Nacht, lag beunruhigend vor mir. Doch man konnte bereits erkennen, dass es nur nicht mehr allzu lange bis zum Morgen dauern würde. Da nun sowieso jegliche Hoffnung darauf, Schlaf zu finden, verloren war, stand ich auf und suchte in einem Koffer nach meinem Bademantel. Das Haus war so stumm, dass ich fast glaubte, die Stille hören zu können. Bei jeder Bewegung kam es mir vor, als ob jemand in meinem Zimmer laut auf- und abspringen würde. Ich hatte gerade etwas ertastet, was ich um meinen Bademantel handeln musste, als ich einen ohrenbetäubenden Knall aus dem Nachbarzimmer hörte. Ich erschrak so sehr, dass ich fast eine Vase umgestoßen hätte, die auf meiner Fensterbank stand. Ich blickte instinktiv zu meiner Zimmertür. Sie stand weit offen. War das vorhin auch schon so gewesen?
Ich konnte mich nicht mehr erinnern, jedoch war ich der Meinung, dass ich sie gestern Abend geschlossen hatte. Mein Herz schlug wie wild, als ich mir rasch den Bademantel überzog und vorsichtig auf den düsteren Flur hinaustrat. Angespannt bewegte ich mich zur Tür des Nachbarzimmers, und mit jedem Schritt knarrte der alte Holzfußboden leicht unter meinen Füßen. Mein Atem wurde schneller, und Panik machte sich in mir breit, als ich langsam die rostige Klinke zum Nachbarzimmer herunterdrückte. Vor mir eröffnete sich ein sehr dunkler Raum, in dem es noch kein elektrisches Licht gab. In ihm befanden sich nur einige Stühle, ein Tisch und ein Bett. Ich erkannte plötzlich, was den Knall ausgelöst hatte. Ich atmete zwar auf, jedoch war dieser Anblick auch nicht wünschenswert gewesen. Am Fenster lief Blut hinunter, und auf der äußeren Fensterbank lag ein toter Rabe, der gegen das Fenster geflogen sein musste. Sein Schädel war als solcher nicht mehr identifizierbar. So nahm ich die Treppe hinunter in die Küche, um mir ein wenig Küchenrolle und einen nassen Lappen zu holen. Als ich jedoch erneut das dunkle Zimmer betrat, war der Rabe spurlos verschwunden. Nun, ich beschloss, über diesen durchaus beängstigenden Vorfall hinwegzusehen, aber es ließ mir keine Ruhe. Wie konnte der Rabe samt Blut am Fenster so schnell verschwinden? Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, zumal ich auch nicht daran zweifelte, ihn da liegen gesehen zu haben. Schließlich setzte ich mich ins Esszimmer, nahm meinen Laptop und stellte ihn auf die große Esstafel. Ich musste heute mit dem ersten Kapitel meines neuen Buches anfangen, doch mir gingen die Ereignisse immer noch nicht aus dem Kopf. Ich saß fast eine halbe Stunde unter der Überschrift Kapitel 1, immer noch ohne irgendeine Idee für den Anfang. Ich sah kurz vor dem Gerät auf und blickte aus dem Fenster. Von Sonne war an diesem Morgen nicht besonders viel zu sehen, da der Tag vom Wetter her nicht viel anders war als der gestrige. Vor dem großen, mit offenen, roten Vorhängen verzierten Fenster erhob sich ein großer Baum mit einem breiten Stamm. Er hatte schon alle Blätter verloren, doch auf einmal konnte ich sehen, wie etwas auf einem Ast saß. Ich erschauderte. Es war ein Rabe. In diesem Moment konnte ich nicht anders, als zu denken, dass es dieser Rabe war, der eben noch tot mit zertrümmertem Schädel auf der Fensterbank gelegen hatte. Mein Herz fing an, schneller zu schlagen. Mein Atem wurde hektisch und ich wollte gerade näher zum Fenster gehen, als der Rabe sich krächzend in die Lüfte erhob und verschwand. Dieser Vorfall hätte mir mehr zu denken geben sollen. Doch es war nicht das Einzige, was mir einen gehörigen Schrecken an diesem Tag einjagte. Im Esszimmer auf einem kleinen Schrank saßen drei Porzellanpuppen, die mich mit ihren großen Glasaugen ansahen, als wären es echte Augen. Ich verließ hastig das Esszimmer und beschloss sogleich zum Dorf aufzubrechen, um nötige Dinge zu besorgen und um mich etwas herumzuhören, ob vielleicht jemand über merkwürdige Geschehnisse im Haus oder der Umgebung Bescheid wüsste. So nahm ich einen Rucksack und etwas Geld mit, zog meine schwarze Lederjacke über und schloss vorsichtig die Tür hinter mir.